fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Now I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu etwas sehr Feinem und Schönem, was mir sehr viel Freude bisher bereitet hat, nämlich dem Airtron, ein neues Produkt der Firma Ideas to Reality. Und ich finde diesmal, ich möchte jetzt dem Fazit nicht vorgreifen, wir haben eine coole Sache hingekriegt. Optik, ich hatte schon Fotos gepostet auf Facebook, da gab es unterschiedliche, sag ich mal, Rückmeldungen. Mir gefällt es optisch sehr gut. Und ich dampfe nochmal. Ja. Und ich würde sagen, wir wechseln einfach mal in die Detailansicht. Dann zeige ich euch das Gerät mal aus der Nähe. Und dann könnt ihr euch ja selber eure Meinung dazu bilden, ob das was für euch ist oder nicht. Und wir sehen uns gleich zum Fazit wieder. Also heute unbedingt dranbleiben, denn es wird heute bestimmt wieder spannend. So, da haben wir das, was es da aktuell gibt, vom Airtron. Also eigentlich alles das, was die Serie hergibt. Wir sehen hier im vorderen Bereich einen Airtron, so wie er ausschaut, wenn wir den mit der Airkönigin Nano bestücken. Die sitzt dann hier oben in dem Cage drin, das gucken wir uns gleich auch nochmal aus der Nähe an. Das ist jetzt mit der Ausführung 18650er Batterie eingelegt. Können wir mal eine daneben legen, nochmal zum Größenvergleich. Da kriegen wir schon eine recht kleine Kombi hin, wie ich finde. Finde ich optisch eigentlich das, was ich jetzt die ganze Zeit auch immer mit dabei hatte. Ich habe also einen recht kleinen Akkuträger, der aber trotzdem noch mal eine 4ml da oben drin hat. Aber bei der Erlkönigin ist auch, sag ich mal, wenig ml kein Problem, weil wir haben halt die Schnellbefüllung. Das heißt, wir drehen mal eben kurz da dran oben, kippen wieder ein bisschen was nach und da sind wir dann immer sauber. Wir haben hier den neuen Taster, auch zu dem kommen wir gleich noch ausführlich. Es gibt für das Gerät generell erstmal auch verschiedene Tubes. Hier sehen wir eine nochmal, die hier diese Einfräsung hat. Da ist dann nochmal Gewichtreduktion hat dann nochmal stattgefunden. Das ist die Deluxe-Ausstattung. Oder hier die normale Tube, die hat diese Ausfräsung halt nicht. Wir sehen hier oben ist jetzt ein Kaifun V4 drauf. Das geht natürlich auch, weil wir haben hier auch verschiedene Topcaps, beziehungsweise können entweder so ein Cage nehmen für die kleine Erlkönigin oder wir können einen Cage nehmen für die große Erlkönigin oder wir nehmen halt die 510er Kappe und können dann jeglichen Verdampfer draufschrauben. Auch die ist dann mit 22 mm, sag ich mal, kompatibel zu allem, was es da gibt. Und wir können natürlich noch kleiner gehen, indem wir zum Beispiel 18350er Akkus mit einer ganz kleinen Tube verwenden oder die 18500er Akkus hier mit dieser Tube. Auch dann kriegt man das Ganze, die Kombi, auch noch mal kleiner und noch mal ein bisschen handlicher. Alles im Bereich des Möglichen. Gut, wir kommen erstmal generell, nehmen uns jetzt erstmal den ersten hier vor, mit dem Nano drin. Wir können die Tube hier oben abschrauben. Das heißt, diese Module, sage ich mal, sind auch das, was unser Teleskop hier ausmacht oder was, sage ich mal, die Länge des Akkus dann so ein bisschen auch ausgleicht. Egal, ob ich da jetzt einen Akku habe mit Nuppel oder ohne. Wenn ich den einlege und schraube das zusammen, habe ich also auch komplett perfekten Kontakt. Das kann ich jetzt hier abschrauben. Sobald ich das hier ein bisschen löse, kann ich hier oben aber auch die Erlkönigin sehr leicht rausdrehen, weil die wird natürlich auch nochmal vom Druck gehalten. Wir haben hier einen Floating Center Pin, also einen 510er Pluspol, der so ein bisschen mitwandern kann. Und erst wenn ich den Akkuträger komplett zusammenschraube, wird das Ganze richtig feste justiert. Das heißt, wir können die Erlkönigin in der Regel dort ganz locker einschrauben und wir bekommen dann, sag ich mal, den guten Kontakt dadurch, dass wir das dann fest zusammenschrauben. Dann können wir hier unten unseren Taster rausschrauben und haben dann hier auch unseren Akku. Gut, so sieht das schon mal zerlegt aus. Dann holen wir hier noch die Erlkönigin raus.
Also da habt ihr eigentlich auch keine Probleme, dass es mal festsitzt oder so. Und dann haben wir hier vielleicht nochmal den Größenvergleich zwischen der Nano und der normalen Erlkönigin. Der seht ihr, die ist wesentlich kleiner. Und das macht halt dann den Reiz, sag ich mal, dieser Kombi aus, weil wir haben wirklich eine schöne kleine Kombi. Das ist für unterwegs perfekt, wie ich finde. Gut, die packen wir mal zur Seite, die kennen wir ja eigentlich schon. Kommen wir erstmal zu einem von diesen Cages. Wir sehen, es gibt zwei Cages, einmal für die Nano und für die normale Erlkönigin. Im Inneren befindet sich dort unten unser Pluspol. Der hat auf der anderen Seite wiederum auch hier das Gegenstück und der ist so ein bisschen beweglich. Und die Erlkönigin wird, wie eben schon gesagt, erst fest arretiert, sage ich mal so richtig, wenn wir den gegen den Akku schrauben und dann damit unseren Kontakt in der Regel herstellen. Die Tubes haben alle seitlich hier diese Einfräsungen und in diesen befinden sich dann auch unsere Luftlöcher. Wir wissen ja, die Erdkönigin zieht die Luft von unten, damit die da entsprechend mit Sauerstoff versorgt wird, haben wir halt rundherum genug Löcher, damit dieses passieren kann. Diese reichen in den oberen Bereich, wo dann die Erdkönigin sitzt, aber auch in den unteren Bereich rein, wo unser Akku sitzt. Also haben wir dort auch eine Entgasungsmöglichkeit. Ja, wir sehen hier, ist unser Kontakt, der dann Richtung Akku geht. Der ist recht breit gefasst und hat eine recht gute Auflagefläche. Auch das passt. Man merkt aber auch vom Voltage Drop her, da ist nicht viel, weil das haut schon recht hart vom Akku rüber, also so wie ich das bei guten Akkuträgern halt auch gewohnt bin. Können wir aber auch nochmal vielleicht nachmessen, gleich mit der 15er Kappe. Gut, das ist der Cage an sich. Ja, die Erdkönigin schraube ich hier ganz einfach ein. Die verschwindet dann da so weit drin, bis zum oberen Rand. Hat also dann hier ihren Abschluss. Und ja, das passt. Die Oberfläche ist Glasperlen gestrahlt. Das finde ich sehr schön, weil es gibt auch so matte Oberflächen, die sind dann rau. Diese ist wirklich weich und glatt. Keinerlei Fehler zu finden, keinerlei Macken. Also wie immer wirklich sehr gute Qualität von der Oberfläche her. Da haben sie alles richtig gemacht. Und den Cage gibt es halt für beide. Den kann ich dann da entsprechend noch einsetzen. Gut. Die Tubes haben wir in verschiedenen Ausführungen. Es gibt einmal hier diese Deluxe-Geschichte, die nochmal eine Gewichtsreduktion bringt und halt auch einen optischen Effekt bringt. Die gibt es jeweils dann in 18650er, 18500er und in der 18350er Ausführung. Ja, also ihr könntet hier auch zum Beispiel dann das euch so anpassen von der Größe, wie es euch am besten passt. Hier haben wir das Ganze mit der 18650er Tube ohne diese Einfräsungen zum Beispiel. Und hier haben wir dann eine 510er Kappe drauf. Auch die kann ich euch mal ein bisschen genauer zeigen. Holen wir unseren Kaifun mal runter. Das blendet jetzt ein bisschen. Die hat hier oben auch wieder so Einfräsungen. Ja, wie so ein Fächer. Die Winde laufen übrigens sehr gut. Sehr leicht alles. Wenn ich jetzt hier ein bisschen wackel. Also ihr hört ja, dieser Pol hier unten, den ich da habe, auch der ist wieder so ein bisschen beweglich. Und auch hier haben wir es, je nachdem welchen Verdampfer ich aufschraube, sobald ich den Akkuträger zusammenschraube, habe ich da wirklich wunderbaren Kontakt. Ja. So sieht das Ganze aus, von der Seite, so wie bei den Cages im Endeffekt halt auch. Alles noch nichts Besonderes, mal abgesehen von der Qualität, die mir wirklich sehr gut gefällt. Was wirklich herausragend ist oder was mich begeistert hat, war bei diesem Gerät, ihr wisst ja, ich bin so ein Fan von mechanischen Akkuträgern und was mir wirklich super geil gefällt, ist der neue Schalter. Den können wir uns auch mal aus der Nähe angucken. Ja, da haben wir natürlich wieder praktisch alles drauf, was man sonst auch so findet. Da ist eine Seriennummer. Dann seht ihr da oben Open und Locked. Da kommen wir gleich noch zu, weil die Locking-Funktion hier ist auch sehr gut gelöst. Hier ist eine Imbusschraube, damit könnte man den Taster rein theoretisch auch komplett zerlegen. Und hier auf der Rückseite haben wir unsere Kontaktfläche. Und man fällt einem hier schon mal direkt, sag ich mal, ins Auge, dem Kenner. Wo sind denn die beweglichen Teile oder wie wird denn hier Kontakt hergestellt? Und das ist das Schöne bei diesem Taster, weil der macht oder schaltet dadurch, ich schraube den mal eben auf die Tube,
dann kann ich euch das aus der Nähe zeigen, indem ich hier leicht gegen drücke. Und wenn ich hier leicht gegen drücke, guck mal, ob man das ein bisschen eingefangen kriegt, dann drücke ich diese komplette Einheit zur Seite. Und durch dieses zur Seite drücken hier, jetzt könnt ihr das sehen, glaube ich, schalte ich. Das ist, wenn der in der Hand liegt, man kann das mit der Faust machen oder mit so drei Fingern, auch das zeige ich euch gleich nochmal dann im Großbild wieder, wirklich sehr angenehm und schaltet wirklich sehr gut. Gab es bis jetzt noch nicht, finde ich eine sehr schöne Erfindung, funktioniert wunderbar. Und das Locking funktioniert genauso einfach. Ich schalte einfach hier einmal um, einen weiter oder ich schalte wieder zurück. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Akku eingelegt ist und hier so eine Gegenkonterung ist. Aufmachen, wenn ich denn jetzt nicht den Akku drin habe, dann drehe ich den Akkudeckel raus. Ja, die Tubes kann man auch nicht meckern. Alles sehr schön sauber, also so wie ich es eigentlich von Ideas to Reality kenne. Ihr seht die Gewinde auch, ja, wieder hier wunderschöne Feingewinde. Also auch der Taster hier von der Seite mit diesen Einfräsungen. Also mir gefällt es sehr gut. Ich hatte Bilder schon auf Facebook gepostet. Und ja, da waren so ein paar kritische Geschichten dann dabei. Also, dass manchen Leuten das Design an sich nicht gefällt. Ja, also ich finde es eigentlich sehr gelungen. So, dann schauen wir mal die R-Königin wieder drauf. Dann kann ich euch das nochmal mit der Locking-Funktion zeigen. Also hiermit, ihr solltet nicht hier unten mit dem Akku festdrehen, sondern macht das hier oben immer ein bisschen locker. Ja, und kontert dann wirklich hier nur mit dem Cage oder mit der 510er Kappe, dann funktioniert das sehr gut. Und jetzt kann ich hier sehr einfach sperren halt oder entsperren und habe dadurch das Gerät dann gesichert. Und wenn ich jetzt hier leicht oben drauf drücke, dann hört ihr es schon. Dann schaltet der, ja. Also, der versetzt sich dadurch leicht und erzeugt dadurch Kontakt. Also ich finde, die Art des Schaltens ist sehr ergonomisch. Ja? Also wenn ich den so in der Hand habe, das ist für mich ein sehr angenehmes Schalten. Also das finde ich, ist ein völlig neuer Taster. Und ja, großes Lob. Also alle, die das zum ersten Mal in der Hand hatten, waren eigentlich begeistert davon. Wir können den auch noch so ein bisschen zerlegen. Hier ist so eine Kappe drin. Die ist da so reingeklickt. Wenn ich jetzt hier mit dem Schraubenzieher reingehe, dann kann ich die rausnehmen. Dann können wir ja noch mal so ein bisschen reingucken. Na, dann seht ihr so ein bisschen die Innenseite. Ja. Und man könnte den jetzt noch mehr zerlegen. Habe ich noch nicht gemacht. Weil ich dann Angst habe, dass mir da Sachen entgegenfallen, die ich da nicht mehr zusammenkriege. Ihr seht ja diese Kugellager da unten. Ja. Also da ist irgendwas drin, was dafür sorgt, dass das funktioniert. Ich schätze mal Gummi oder irgendwas. Und Kugellager sind da unten drin. Aber wie es genau funktioniert, ja. Ich werde nochmal anschreiben, ob ich das mal zerlegen darf und was mich dann erwartet, wenn ich das tue. Ja. Gut. Aber hier könnt ihr halt das Ganze mal auseinandernehmen, wenn ihr es reinigen wollt. Und diese obere Kontaktscheibe, die ihr seht, die erzeugt im Endeffekt dann den Kontakt hier zu dieser oberen Scheibe. Und damit habt ihr dann wieder den Akkukontakt entsprechend hergestellt. Wenn ihr es wieder zusammenbauen wollt, also gereinigt habt, einfach die Scheibe auflegen und einmal feste drücken. Das macht dann einmal Klick und dann ist das Ganze wieder zusammengebaut. Gut. Ja, jetzt könnte ich euch das nochmal mit verschiedenen Ausbaustufen zeigen. Wir können jetzt mal die kleinstmögliche machen. Das wäre dann der Nano mit der 18350er Tube. Dann wird es echt witzig. Ich hole die mal hier runter. So. Packen wir uns mal einen 18350er Akku. So. Hoppala. Am richtigen Ende drehen. So. So, Mini-Mi würde ich es nennen. Nochmal 18650 Akku daneben, zum Größenvergleich. Ja,
Das ist schon genial, oder? Also, muss man echt sagen. Und auch das feuert. Ja. Und also das ist wirklich Steel-Dumpen. Da guckt maximal jetzt noch das Tri-Tip raus. Und funktioniert. Ja, sehr schön. Ist zwar nicht jetzt so meins, wegen der, sag ich mal, Laufleistung. 18.350er sind mir da so ein bisschen zu wenig. Aber wir können es ja ruhig mal einen 18.500er Akku nochmal schnappen. Ne, ihr merkt, es ist ein Feingewinn, ne? Ich muss hier so ein bisschen mehr arbeiten, muss hier was tun für mein Geld heute. Da haben wir den 18.500er. Ne, immer erst Akku rein, Taster, festdrehen. Und dann das Ganze zusammenschrauben. Ne, also wenn ihr da hier unten am Taster dreht, dann lockt ihr das auch automatisch, wenn ihr es zusammenschraubt. Ne. Also die Locking-Funktion hier ist auch sehr schön. Ne. Das kenne ich so zum Beispiel vom V3 Flip. Gefällt mir wesentlich besser als jetzt ein Ring, den ich noch 300 Mal durch die Gegend drehen muss oder so. Ne. Ich habe einfach meinen Zu mit dem Uhrzeigersinn, also wenn ich jetzt hier von oben drauf gucke und drehe, und gegen den Uhrzeigersinn bin ich dann wieder dampffähig und das Ganze ist geöffnet. Und auch das funktioniert natürlich. Ja, das sind die Ausbaustufen, sage ich mal, mit der Geschichte. Dann haben wir natürlich noch unsere 510er-Kappe hier in 22 mm. Können wir uns hier mal den Scrape-Shaft hier schnappen und da drauf schrauben. Und das Ganze zusammendrehen. Na, auch das funktioniert. Wie ich finde, sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Also die Optik ist nicht so diese glatten Tubes. Ich meine, halt mal einen Simple Mod daneben. Ne? Das ist natürlich, wie ich finde, eine Optik. Aber ich finde, hat wie ein Alleinstellungsmerkmal. Und da gibt es nicht so viele Geräte. Ne? Also so ein Juggernaut oder was würde mir da sofort einfallen. Das sind einfach Designgeräte von der Optik her, die erkennt man dann sofort, ja. Und ich finde, das ist bei diesem Gerät ist das jetzt auch der Fall. Und ja, das hat mich jetzt nochmal motiviert, auch mehr mich weiter nochmal mit der Erkönigung auseinanderzusetzen. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe hier natürlich noch ein Begleitschreiben zugekriegt. Das habe ich mir mal ausgedruckt. Dann kann man das nochmal eben durchgehen. Ja, ist ein kompaktes Gerät. Hergestellt ist das Ganze aus 1,4404er Edelstahl. Und der ist Glasperlen gestrahlt. Die Isolatoren sind alle aus hochwertigem POM. Und alle Kontakte sind aus vergoldetem Kupfer. Ja. Im Stromkreis sind nirgendwo Kontaktfedern oder irgendwas inbegriffen. Das heißt, wir haben da nirgendwo irgendwas, was, sag ich mal, Voltage Drop erzeugen könnte oder so. Das ist alles sehr solide. Der Schalter ist mit einer Übersetzung ausgeführt. So wird an den Kontaktstellen die Betätigungskraft verdoppelt. Ja, wir haben da so ein bisschen Hebelwirkung mit eingebaut. Und weiterhin verteilt sich das auch über die Kontaktplättchen beim Bestätigen einmal auf die Kontaktflächen, dass wir eine recht große Kontaktfläche auch haben und somit auch da einen Kompromiss halt haben zwischen leichtgängigem Schalten, nur dass es nicht zu so schwer ist, aber auch dann einen sehr guten Kontakt halt haben und einen niedrigen Kontaktwiderstand haben. Ja. Die Akkuhülsen hatte ich ja schon gezeigt, die gibt es als 18650, 18500 und 18350er. Und da passen halt alle gängigen 18 mm Akkus rein. Ne, also egal, ob die Nuppel haben oben oder auch nicht. Dadurch, dass wir da diese Teleskopfunktion haben, können wir da nachbessern. Je nachdem, wie groß der Akku ist. Es ist zwar ein Standard 18650, aber die Längen unterscheiden sich. Da werdet ihr also nie einen Magneten oder irgendwas verwenden müssen, sondern seid da immer in der Lage, sauber euren Akku einzulegen. Ja, der Akkudeckel hatte ich ja gezeigt. Er ist gleichzeitig Schalter, Akkudeckel und er hat auch die Arretierfunktion. Also ihr könnt das Ganze locken mit dem Uhrzeigersinn. Also wenn ihr den zudreht unten, lockt ihr das Ganze und gegen den Uhrzeigersinn schaltet ihr den Schalter frei.
Ja, und das mit dem Schalten muss man halt mal lernen und üben. Das Schöne ist halt, ich kann halt den in die Hand nehmen, so wie er am Tisch liegt, und kann einfach losdampfen. Ne? Also das Ganze blind, ich muss nicht hinschauen, wo ist mein Schalter und so weiter. Und das ist sehr intuitiv, wie ich finde, und lässt sich halt ganz gut, sag ich mal, dann ist in der Benutzung halt super easy. Ja. Man kann den Schalter halt auch zerlegen zum Reinigen, das hatte ich euch ja eben im Video gezeigt, da diesen Deckel rauszunehmen. Und wenn man ihn wieder reinstopft und leicht draufdrückt, macht es halt Klick, dann sitzt er wieder drin. Das heißt, an die wichtigen Stellen des Schalters kommt ihr eigentlich recht gut dran. Ja. Ja, durch den Cage ist eure R-Königin natürlich auch geschützt gegen, dass der 510er Adapter oder irgendwas Schaden leidet. Ihr habt aber auch nur die Möglichkeit hier die normalen Tanks einzusetzen. Ihr könnt hier keine Glastanks in den Cage stopfen. Ne? Also das muss man sich auch bewusst sein. Das passt von der Größe hier nur mit den normalen Tanks, nicht mit Glastanks. Und auch die Edelstahltanks passen nicht hier rein, weil die sind etwas breiter. Ja, das steht hier auch nochmal so. Ja, Entgasung hatte ich gezeigt, beziehungsweise Luft von unten für die Erlkönigin. Und ja, das war so im Großen und Ganzen, was ich hier nochmal schriftlich bekommen habe. Hier seht ihr nochmal jetzt die Optik, das hatte ich eben nicht im Detail mit der großen Erlkönigin im Cage. Ja, und hier zum Beispiel dann im Vergleich dann die 18500er Erlkönigin Nano, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, wie das von der Größe her ist und auch von der Optik her. Ja, finde ich, ist auch noch schick. Ne? Also funktioniert beides gleich gut, aber das ist natürlich mein Favorite hier. 18500er, super klein, super leicht und super geil. Weil da sieht keiner, dass ich irgendwas in der Hand habe. Und das in der Jackentasche ist halt angenehm. Ne? Als die Erlkönigin das erste Mal ausgepackt habe, den Akku da reingestopft habe und einen Verdampfer drauf, war das schon so ein bisschen der Wow-Effekt. Das hatte ich selten oder habe ich lange nicht mehr gehabt bei mechanischen Akkuträgern, weil die Prinzipien waren eigentlich dort immer dieselben. Es gab noch mal so ein bisschen was jetzt mit dem Scarabeus, sage ich mal, vom Schalter her oder so. Wobei das ja kein vollmechanischer ist, weil da ist eine Elektronik drin. Aber das ist, finde ich, noch mal ein großer Schritt nach vorne. Also kein Seitentaster, kein Obendrücktaster oder was auch immer, sondern einfach schön ergonomisch in der Hand und dann dieses Drücken mit der Faust macht einfach Spaß. Ja. Ja, wir können noch mal eben den Kaifun V4 draufschrauben mit der 510er Kappe. Und dann sind wir eigentlich soweit auch durch mit dem Gerät. Preise sind mir noch nicht bekannt. Der soll jetzt irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen soll das Ganze kommen. Die Firma Ideas to Realty oder Earl oder wie sie sich jetzt auch immer nennen, haben ihren Webshop nochmal geupdatet die Tage. Also da die Zeichen sind schon mal gesetzt, dass sich da was tut. Völlig neue Optik alles. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Ich packe den Link sowieso unten als Bezugsquelle nochmal unter das Video rein. Und da wird er dann irgendwann kommen, wenn ihr interessiert seid, am besten auch mal vielleicht in die Facebook-Gruppe gehen, dort ein Like da lassen, dann werdet ihr sowieso informiert, wenn es da was Neues gibt von den Kollegen. Ja. Gut. Ich hoffe, ich habe euch nützliche Informationen liefern können. Ja, wenn ihr wollt, macht einen Daumen hoch, freue ich mich immer sehr. Wenn euch was nicht gefallen hat, macht auch gerne den Daumen runter und schreibt in die Kommentare, was. Dann kann ich das entsprechend beim nächsten Mal besser machen. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwolke. Ich bin raus. Tschüss. Secret.